Mit ihren 18 Jahren wird Jana Fischer die Jüngste sein im Team der Snowboard-Crossfahrer, hat sich qualifiziert, zweimal Platz 16 reingefahren, damit alle Normen erfüllt und ist jetzt schon so ein bisschen gespannt und ja fiebrig auf ihren ersten Olympiaeinsatz. Ja, auf jeden Fall. Ist was Besonderes und damit habe ich nicht gerechnet, dass es so gut läuft dieses Jahr. Mit welchen Erwartungen wirst du denn nach Pyeongchang reisen, also mit deinen Erwartungen, die du an dich selber hast? Also cool wäre es natürlich auch, die Quali zu überstehen und ins Final zu fahren und dann mal schauen, wie es so geht. Nun seid ihr heute wieder bei der Einkleidung und das ist oftmals wirklich so ein Frauenthema, dass sie sagen, manche Sachen gefallen mir doch nicht so. Ihr habt euch ja sicher schon vorher schon angeschaut, wie die Sachen so ausschauen werden, Farbgebung etc. Trifft es so deinen Geschmack? Also ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber zum Beispiel die Einmarschklamotten und die fand ich eigentlich ziemlich schön. Also gefällt mir. Hast du denn darüber hinaus sich schon so ein bisschen umgehört, was es alles für Möglichkeiten gibt, selber noch Olympische Spiele zu erleben, zu genießen und an Wettkämpfen dann quasi als Beobachterin, als Zuschauerin teilzunehmen? Ja, ich weiß nicht genau, wie vom Zeitplan das aussieht, aber auf jeden Fall will ich mir dann auch andere Sportarten anschauen. Jana, drück dir die Daumen und dass alles so in deinem Rahmen läuft, wie es du dir selber vorstellst. Jana Fischer und mit ihren 18 Jahren, da ist es jetzt zwar das erste Mal, aber sie hat noch Zeit, sie kann also noch zwei, vielleicht dreimal sogar bei Olympia starten. Mal schauen, vielleicht der zukünftige Star im deutschen Team.